Goethe, Schiller und Lessing. Heute geht es um die deutschen Dichter. Bleib unbedingt dran, wenn du mehr über die deutschen Dichter erfahren möchtest. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deutsch lernen mit Max. Ich bin Max aus Deutschland. Und ich helfe dir beim Deutschlernen. Hol dir jetzt mein kostenloses Videotraining zum besser Deutsch sprechen. Und heute lernen wir die deutschen Dichter kennen. Den Text zum Mitlesen findest du direkt unter diesem Video. Vielleicht weißt du das ja schon. Deutschland gilt als das Land der Dichter und Denker. Also weltweit sagt man über Deutschland, dass es hier viele Dichter und Denker gibt. Das Wort Dichter kennst du bestimmt. Wenn man ein Gedicht schreibt, dann ist man ein Dichter. Aber das Wort Denker, was bedeutet das eigentlich? Ein Denker denkt. Also er macht sich Gedanken und analysiert. Meistens sind mit diesem Begriff die Philosophen gemeint. Philosophen studieren Philosophie. Philosophie. Und wir lernen jetzt 5 deutsche Dichter kennen. Dichter Nummer 1. Johann Wolfgang von Goethe. Den musst du kennen. Er ist wahrscheinlich der berühmteste Dichter Deutschlands. Komm, wir sprechen gleich mal seinen Namen zusammen. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Sehr gut. Übrigens, das von in seinem Namen ist ein sogenannter Adelstitel. Also Goethe gehört zum Adel. Ein Adel ist eine ganz besondere, exklusive Gruppe der Gesellschaft. Du erkennst diese Gruppe sofort an dem von im Nachnamen. Das bedeutet immer, dass man adlig ist und zum Adel gehört. Goethe hat ein ganz besonderes Theaterstück geschrieben. Es heißt Faust. Es ist ein sogenanntes Drama. Es gibt zum Beispiel auch das Goethe-Institut. Das kennen viele Deutschlerner überall auf der Welt. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn du auch das Goethe-Institut kennst. Dichter Nummer 2, Friedrich Schiller. Dieser Dichter ist ebenfalls sehr, sehr bekannt. Komm, wir sprechen gleich mal seinen Namen zusammen. Friedrich Schiller. Friedrich Schiller. Friedrich Schiller. Ganz bekannte Werke von Schiller sind zum Beispiel Die Räuber, Kabale und Liebe oder Die Jungfrau von Orléans. Diese Bücher kennt jeder Schüler in Deutschland. Im Deutschunterricht werden diese Texte von Friedrich Schiller gerne analysiert. Dichter Nummer 3, Heinrich Heine. Komm, wir sprechen seinen Namen gleich mal zusammen. Heinrich Heine. Heinrich Heine. Heinrich Heine. Heinrich Heine hat viele Reisen gemacht und Texte über diese Reisen geschrieben. Ein berühmtes Gedicht von Heinrich Heine heißt zum Beispiel Die Lorelei. Heinrich Heine
war ein Dichter der Romantik. Das ist eine Epoche der Literatur. Es gibt zum Beispiel noch die Klassik oder die Epoche namens Barock oder die Renaissance. Diese Epochen gibt es auch in der deutschen Kunst und Musik. Dichter Nummer 4, Wilhelm Busch. Komm, wir sprechen gleich mal seinen Namen zusammen. Wilhelm Busch, Wilhelm Busch, Wilhelm Busch. Dieser Dichter hat viele lustige Gedichte geschrieben. Ganz bekannt sind die Gedichte von Max und Moritz. Die kennt jeder Deutsche. Das sind witzige Geschichten über zwei Jungs mit tollen Zeichnungen. Die musst du dir unbedingt mal angucken. Man sagt auch, Wilhelm Busch ist der Vater des Comics, weil er Gedichte schrieb und auch Zeichnungen gemacht hat. Dichter Nummer 5, Gotthold Ephraim Lessing. Oh ja, ein schwieriger deutscher Name. Aber komm, wir sprechen ihn gleich mal zusammen. Gotthold Ephraim Lessing. Gotthold Ephraim Lessing. Gotthold Ephraim Lessing. Lessing hat viele berühmte deutsche Werke geschrieben. Zum Beispiel Nathan der Weise oder Emilia Galotti oder Minna von Barnhelm. Wenn dir das jetzt zu schwierig ist, dann benutze auf jeden Fall den Text zum Mitlesen. Du findest einen Link direkt unter diesem Video. Und sag mal, hast du eigentlich einen Lieblingsdichter? Schreib einen Kommentar unter dieses Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und gib mir jetzt einen Daumen nach oben. Und in dieser Playlist hier verlinke ich dir weitere tolle Videos zum Deutschlernen. Klicke jetzt auf diese Playlist hier.